Hallo, hier ist der Orthodok und ich wollte was erzählen über Fragen, die mich erreicht haben, mich immer wieder erreichen, zum Mausarm, dem Ellenbogenschmerz, der auch als Tennisarm bezeichnet wird. Schmerzen über dem Ellenbogen, so an der Streckseite, an der Außenseite des Ellenbogens. Wenn diese Schmerzen auf der Innenseite auftreten, ist es genau die gleiche Erkrankung, wird dann aber auch als Golferellenbogen bezeichnet. Die wissenschaftliche Bezeichnung zum Googlen ist die Epicondylitis, und zwar radial oder ulnar, und bedeutet eigentlich nichts anderes als eine Entzündung im Ellenbogen. Klinisch ist typisch, dass brennende Schmerzen auf der Stelle am Ellenbogen vorhanden sind. Oft nur so ein bisschen, dann verdrängt man das und erst wenn man dann nach 2, 3 Wochen fast kaum noch die Kaffeetasse halten kann, wenn einem Dinge aus der Hand fallen, dann ist so der Moment, wo sich die Patienten Sorgen machen und zu mir kommen, zu uns kommen. Was sind dann für Auslöser für sowas bekannt? Eigentlich ist es fast immer eine stereotyp wiederkehrende Bewegung, meist beim Arbeiten oder bei Renovierungsarbeiten. Es kann auch mal eine ganz ungewöhnte Tätigkeit sein, wie zum Beispiel, wenn man mal die Tapete runtermacht oder das Haus renoviert. Eine Überbelastung ist eigentlich immer Ursache. Beim Sport ist es manchmal ein Training mit einer falschen Haltung oder ein ungewohntes, zu starkes Training. Und eher seltener, aber schon auch vorkommend, sind Unfälle, dass es mit einem plötzlichen Ereignis eingetreten ist. Die Amerikaner sagen Repetitive Strain Injury dazu. Das beschreibt eigentlich besser die Ursache als unser Tennisarm. In den seltensten Fällen ist es das Tennisspiel, inzwischen ist es viel häufiger die Maus beispielsweise. Aber wie gesagt, in der täglichen Praxis sehen wir auch sehr häufig die Arbeit als Ursache für diese Erkrankung. Wie sind die Sicherungen der Diagnose? Man drückt also auf die schmerzende Stelle, das ist sehr, sehr schmerzhaft, am typischen Ende vom Oberarm, was wir so als gemeinen Ellenbogen bezeichnen. Es ist absolut Ausschlusskriterium, es dürfen keine Missempfindungen dabei sein, also wenn es jetzt in der Hand taub wird oder pelzig wird oder so eine Pelzigkeit, Taubheitsgefühl vom Nacken bis in die Finger ausstrahlt, dann stimmt die Diagnose nicht oder dann ist zumindest noch was anderes dabei. Ganz typisch und wichtig ist für die Diagnose auch, dass die Beweglichkeit im Ellenbogen dabei immer frei ist. Also wenn die Ellenbogenbeweglichkeit eingeschränkt ist, dann ist mindestens noch was anderes dabei oder die Diagnose stimmt nicht. Auch wenn die Schulterschmerzen dabei sind. So eine Ausstrahlung übrigens, das ist ganz typisch, dass es einmal so bis in die Finger wehtut oder bis zur Schulter. Aber wenn die Schulter selbst wehtut und zum Ellenbogen ausstrahlt, dann denkt man sich schon, dann kann es das eigentlich nicht sein. Es gibt noch eine ganz seltene Ursache, die ist jetzt in Europa eher wegen den Sportarten nicht so häufig, in den USA dafür viel häufiger. Das ist eine stattgehabte Bandverletzung mit einer Instabilität. Die kann auch sich genauso äußern wie ein Tennisarm. Und bei einer bestimmten Untersuchung stellt man dann aber fest, dass der Ellenbogen regelrecht aufklappt, in einer Ebene, in der er nicht aufklappen sollte. Das ist beim Baseball oder eben nach Stürzen doch mal eine seltenere Ursache dafür. Auch gibt es Nerveneinklemmungen, aber wie gesagt, das ist dann kein Tennisarm mehr, sondern dann hat man die Missempfindung dabei und es geht dann wieder auf eine andere Diagnose. Also die meisten Patienten sagen dann, Mensch, mir fällt morgens die Kaffeetasse aus der Hand und dann bin ich jetzt doch mal zu Ihnen gekommen. Die Schmerzen gehen oft Wochen oder manchmal sogar Monate und sind dann einfach lästig. Was versteht man jetzt unter einer Epicondylitis? Dazu kann ich nochmal erklären. Jeder Muskel hat ja so an seinen Enden Sehnenstrukturen. Das heißt, eigentlich gehen die Muskelfasern, werden immer dünner und laufen dann in Sehnen aus. Und diese Sehnen halten sich an der Knochenhaut fest. Über so Mikrometer kleine Fasern, wie so ein Fächer, strahlen die in die Knochenhaut ein, sind mit dem Knochen verbunden, sodass der Muskel über diese Sehnen die Bewegung im Gelenk ermöglicht. Und bei der Mausarmkrankheit ist jetzt diese Stelle, wo die Einstrahlung der Sehnenfasern in die Knochenhaut und in den Knochen stattfindet, ist einfach eine Entzündung. Entzündung bedeutet jetzt aber nicht viral oder bakteriell, also kein Eiter, keine Virenentzündung,
sondern Entzündung ist hier in dem Begriff gemeint, dass ganz einfach eine innere Rötung vorliegt, also vermehrte Durchblutung da ist, dass es weh tut und dass die Funktion eingeschränkt ist. Also wenn ich Ihnen sage, Sie haben Epikondylitis, dann ist das noch keine Diagnose, sondern ist das einfach nur mal gespiegelt, was Sie mir eigentlich gesagt haben, nämlich, dass Ihnen der Ellenbogen an dieser Stelle weh tut und ich sage, naja, der ist entzündet. Im noch kleineren Bild, wenn man jetzt mit dem Mikroskop hingeht oder auf die chemische Ebene geht, dann stellt man fest, dass dort Reparaturvorgänge stattfinden, dass die Zellen, die so miteinander kommunizieren, vermehrte Leukine, Entzündungswerte ausschütten, mit denen sich die Zellen untereinander kommunizieren, unterhalten, ihre Nachrichten übermitteln. Und dieser Prozess ist einfach verstärkt und durch die vermehrte Durchblutung und durch die Leukine entstehen dann diese Schmerzen. Da sind wir auch bei der seltenen anderen Ursache noch dafür. Es gibt Krankheiten, bei denen solche Entzündungsreaktionen generell erhöht sind, so rheumatische oder autoimmune Prozesse, Rheuma, Schuppenflechte können dazugehören. Das kann man dann in die erweiterte Diagnostik mit einfließen lassen, wenn man sonst keine Ursachen findet. Die Fibromyalgie erwähne ich jetzt hier nur am besten gar nicht. Da folgt dann bestimmt mal ein eigener Podcast. Zum Ausschluss einer Arthrose wird in der Regel ein Röntgenbild gemacht. Man kann auch mit dem Ultraschall nachschauen, ob ein Gelenkagguss da ist. Ein MRT ist normalerweise bei einer Epikondylitis nicht erforderlich. Das sind dann für die speziellen diagnostischen Erwägungen vielleicht mal. Laborchemisch schon eher. Entzündungen im Blut sollten ausgeschlossen werden. Da bin ich dann nochmal. Das ist oft, stiftet oft Verwirrung. Diese lokale Entzündung vor Ort, also wenn wirklich nur die Sehnen entzündet sind, die Interleukine an einer Stelle am Körper erhöht sind, vermehrte Durchblutung da ist, eine nicht eitrige, nicht virale Entzündung vorliegt, dann sehe ich nichts im Blut. Also die Entzündungswerte im Blut sollten, obwohl eine Tennisarmentzündung vorliegt, nicht erhöht sein. Sind sie das? Muss man die Diagnose hinterfragen und überlegen, ob nicht noch was anderes da vorliegt. Gerade weil man ja weiß, das geht monatelang, macht es schon Sinn, diese Überlegungen an den Anfang zu stellen. Was macht man dann, wenn die Diagnose gesichert ist? Die schmerzhafte Stelle muss massiert werden. Sehr, sehr erfolgreich, wenn man Physiotherapie anwendet, dann sind da die Querfriktionen nach Cyriax wichtig. Also Sie können auch, wenn Sie Zeit haben, abends mal beim Fernsehen sehen, quer zum Arm Richtung wirklich sehr schmerzhaft den schmerzenden Arm ausmassieren. Das macht Sinn. Man kann dabei noch eine Salbe auftragen, die entzündungshemmende Wirkstoffe wie Ibuprofen, Ketoprofen, Diclofenac enthält. Diese werden ganz gut durch die Haut resorbiert und wirken dann direkt vor Ort. Und man kann diese Druckpunktmassage durch lokale Bandagen, Braces, Orthesen, wie Sie es nennen wollen, ergänzen. Vielleicht führt das auch zu einer gewissen Erinnerung, dass man da was hat. Denn man sollte, und das ist die allerwichtigste Therapie, eigentlich immer auch die auslösende Ursache vermeiden. Jetzt leichter gesagt als getan, aber die auslösende Ursache zu behandeln macht mehr Sinn als die nachfolgende, dadurch ausgelöste Krankheit zu behandeln. Und deswegen sollte auch vom behandelnden Arzt immer gemeinsam mit dem Patienten gesucht werden, was ist denn möglich, woran könnte das denn liegen? Eine häufige Sache ist dann natürlich der Sport, Fitnesstraining mit falscher Haltung, Tennisspiel. Da kann man den Trainer hinzunehmen, nochmal bitten, er sollte sich anschauen oder Videoaufnahmen machen und gemeinsam anschauen. Die Arbeit ist ein meiner Erfahrung nach häufigster Auslöser bei bestimmten Montagetätigkeiten, Stereotypenarbeiten, immer wiederkehrenden Arbeiten. Da weiß schon der verantwortliche Meister oder Chef bei dem und dem Arbeitsplatz, da kriegen meine Angestellten immer einen Tennisarm. Dann macht es Sinn, diese Arbeit zu wechseln oder umzusetzen, um eine Krankschreibung zu vermeiden. Aber sollte eben die auslösende Ursache reduziert werden. Wenn Sie jetzt bei der Renovierung des Hauses sind, ist das ein bisschen schwierig, aber es macht keinen Sinn, mit einem nicht funktionierenden Ellenbogen da einfach weiterzumachen und Ihren Arzt zu bitten, er soll das mal kurz in Ordnung bringen, sondern die auslösende Ursache angehen. Und bei den jetzt körperlich nicht so anstrengenden Tätigkeiten, da ist dann
allererster Stelle, und das ist vielleicht sogar inzwischen die heutzutage häufigste Ursache geworden, der Mausarm zu nennen. Man sitzt also am Computer, man hat die Maus in der Hand und die Finger, Zeigefinger und der dritte Finger sind immer gestreckt, schon in der Erwartung des nächsten Klicks. Sie sind sozusagen immer angespannt, die Muskeln des Unterarms, und dadurch üben sie einen dauerhaften Zug aus an der Stelle, an der sich diese Muskeln festhalten, nämlich am oberen Ellenbogen. Das ist was, was auch nicht jedem gleich klar ist, dass die Fingerbewegung den Ellenbogenschmerz auslöst. Für uns als Orthopäde selbstverständlich, wir reden da oft gar nicht mehr drüber, aber die Bewegung der Finger über die Sehnen, die ja wie Marionettenzügel die Hand strecken und die Finger strecken, erfolgt eben durch die Muskeln, die auf der Rückseite, sage ich mal, des Unterarmes liegen und die sich genau an dem schmerzenden Punkt festhalten. Und die Tätigkeit der Finger, die löst die Schmerzen am Ellenbogen aus und die gilt es zu vermeiden. Jetzt werden Sie mich komisch anschauen, der spinnt ja, wie soll man denn jetzt die Mausarbeit vermeiden? Gut, man kann einfach die Hand, wenn man sie gerade nicht braucht, locker auf die Maus legen. Oder noch viel einfacher, man verwendet eine Maus, bei der man nicht immer mit gestrecktem Finger drüber sitzt. Das sind sogenannte Ergo-Mäuse, so Mäuse, die die Fingerauflage von schräg seitlich ermöglichen, oder sogar vertikale Mäuse. Kosten nicht viel Geld, heißen Ergo-Mäuse, findet man mit zwei, drei Klicks raus, sind die meisten ganz begeistert und schon ist die Ursache behoben. Oder auch der Laptop, ja, die Computer, die Laptops werden immer kleiner. Mit einem ganz kleinen Laptop sitzt man mit angehobenen Unterarmen und Händen vor dem Computer. Das macht dann nicht nur Nackenschmerzen wie in meinem anderen Podcast, sondern Sie müssen die ganze Zeit Ihre Finger, Ihre Hände, Ihre Unterarme anspannen, um die Hände von oben auf die Tastatur zu bringen. Das führt zu einer manchmal sogar beidseitigen Tennisarmentzündung oder Mausarm. Und die wichtigste Sache, um das zu vermeiden, ist eine externe Tastatur. Am besten eine, die groß genug ist und die man auch schräg aufstellen kann, bei der man die Hände, die Handflächen vor der Tastatur ablegt. Da muss man sich regelrecht dazu zwingen und das spart Ihnen dann die weiteren Therapiemöglichkeiten, die neben der Physiotherapie und den Braces und der Salbenanwendung in Frage kommen, nämlich die Einnahme von entzündungshemmenden Medikamenten wie Ibuprofen oder Diclofenac oder Naproxen, die man natürlich nur nehmen darf, wenn man keine Magenentzündung hat oder keine Durchblutungshemmungsmittel einnimmt. Also, ob man dann also wirklich schon Magenschutz und diese Medikamente einnimmt oder nicht doch lieber eine externe Tastatur sich besorgt, da fällt die Antwort wahrscheinlich zumindest theoretisch leicht. Also, was gibt es noch? Der Chef, der will sie nicht umsetzen, der Arzt will sie nicht krank schreiben, der Meister weiß schon Bescheid und reagiert nicht, oder der neu bestellte Tastatur wartet noch auf sich. Was kann man noch machen? Sie haben eine wichtige sportliche Prüfung, Sie sind Leistungssportler und sagen, das geht so nicht, das kann nicht sein, da muss was gemacht werden. Dann wird Ihnen vielleicht angeboten die Stoßwellentherapie. Die Stoßwellentherapie führt zu Erschütterungen der Muskulatur und der Sehne. Sie ist umstritten, sie tut verflixt weh. Es gibt so ein paar wissenschaftliche Arbeiten, dass sie aber auch ein bisschen hilft. Mehr lasse ich dazu mal, möchte ich gar nicht sagen. Es wird viel probiert. Man kann auch spritzen, Botox spritzen. Dabei wird der Muskel komplett gelähmt. Das ist wie eine Gipsruhigstellung. Wenn der Muskel nicht mehr arbeitet, wenn er gelähmt ist, wenn er sich nicht mehr bewegt, ja, dann entzündet sich die Sehne dahinter auch nicht. Und es wird vielleicht besser, aber wer kann schon mit einem gelähmten Muskel oder mit dem Gips für 4 Wochen umgehen? Und die nächste Frage, was ist denn dann, wenn nach 6 Wochen der Gips wegkommt, spätestens nach 4 Wochen der Gips wegkommt oder nach 6 Wochen der Botox-gespritzte Muskel wieder anfängt zu arbeiten, bin ich dann nicht wieder bei meiner Entzündung auf einem viel niedrigeren Niveau? Eigenblutspritzen werden gemacht, die heißen nicht Eigenblut, sondern die werden für teures Geld als Rich-Plated Plasma, zentrifugiertes Eigenblut, angeboten im amerikanischen Sprachraum mit so ein bisschen umstrittenen Studiendesign nachgewiesen, dass es helfen soll, kostet aber zwischen 400 und 600 Euro, also es hilft sicher nicht nur Ihnen.
Und es gibt auch eine Operation, die man durchführen kann. Da werden die Sehnenansätze, heißt die OP nach Roman Wilhelm, da werden die Sehnenansätze elektrisch durchtrennt. Das finde ich also, ja, ist eine Methode, die kann man sich auch überlegen, aber da kann man dann vielleicht doch vorher Maßnahmen wie die Einnahme von Medikamenten diskutieren. So aus persönlicher Erfahrung am effektivsten sind niedrig dosierte Cortison-Injektionen. Die sind natürlich auch mit dem Risiko behaftet, dass den Sehnenstruktur schädigen kann. Das hat ein Infektionsrisiko. Man darf auf keinen Fall Triamcinolon nehmen. Man muss ein bestimmtes Cortison nehmen, Prednisolon, nicht mehr als 5 oder maximal 10 Milligramm. Man muss das mit einem Betäubungsmittel mischen, weil es uns sehr arg wehtut. Und man sollte das auch nicht mehr als 3 Mal innerhalb von 6 Wochen mit 2 Wochen Abstand durchführen. Das ist so eigentlich auch die Ultima Ratio, was man machen kann. Und es gibt sicher auch Kollegen, die eine Röntgenbestrahlung empfehlen. Diese Röntgenbestrahlungen helfen, keine Frage, aber das sind Dosen von 4 Gray. Lokal, meine ich, nee, 4 Gray sind es nicht, oder 1 Gray. Aber es sind also wirklich hohe, hohe Strahlendosen, die da lokal appliziert werden. Und Sie müssen dann dem Strahlentherapeuten auch unterschreiben, dass er sich darüber aufgeklärt hat, dass die Strahlen auch das Knochenmark treffen, das durchdringen und dadurch auch später mit sehr langen Zeitraum, 10, 20 Jahren, Mutationen und Tumoren ausgelöst werden können, wie Leukämie oder Knochentumoren. Also das steht, glaube ich, beim Maus- oder Tennisarm nicht so richtig im Verhältnis. Zusammengefasst, es ist eine lästige Erkrankung, es ist harmlos und die beste Therapie ist, den Auslöser zu finden, gemeinsam zu erfinden, sich viel Zeit zu nehmen, den Auslöser zu eruieren. Wie finde ich den noch, außer theoretische Überlegungen? Naja, man geht durch den Tag und schaut, wann tut's mir weh. Und wenn es mir bei der und der Tätigkeit weh tut, dann habe ich ihn schon gefunden. Dann muss dieser Auslöser eben abgestellt werden. Und das sollte man ruhig konsequent sein. Weil das, was ich sonst so als Therapien gerade angesprochen habe, steht dazu ja nicht wirklich in einem Verhältnis. Wir wollen ja nicht die Krankheit behandeln, sondern noch besser die Ursache für die Krankheit beseitigen, das ist doch dann weniger die Aufgabe des Arztes. Aber wie gesagt, wir machen auch die Salbenanwendungen für Sie möglich. Wir sprechen mit dem Physiotherapeuten, dass Sie dorthin kommen, nachdem die Diagnose gesichert ist. Und schlimmstenfalls kann man auch Prednisolon mit Betäubungsmittelgemischen infiltrieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.